Servus und hallo zurück auf Bangertech. Heute geht's, wie ihr vielleicht hier schon sehen könnt, einmal nicht um das Thema Smart Home, sondern um ein Projekt, das ich jetzt schon seit längerer Zeit geplant habe. Dazu werde ich in nächster Zeit neben den üblichen Smart Home Videos auch eine Videoreihe mit dem Namen Projekt Merlin hochladen. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Mein Vater und ich waren jahrelang im Rennsport aktiv und zudem betreiben wir hier nebenan ein kleines Oldtimer-Museum. Da wir hier natürlich öfters mit Autos bzw. Oldtimer zu tun haben, bin ich durch Zufall hier über diese Merlin TF Roadster-Karosse gestoßen und dachte mir, das wäre doch ein perfektes Projekt, um einen Rennsimulator zu bauen. Dieser soll dann im Museum Platz finden, wo Besuchern ermöglicht wird, verschiedenste Autos so realistisch wie möglich auszuprobieren und kennenzulernen. Natürlich wird aber das Ganze auch von mir benutzt. Nun zur eigentlichen Idee zum Projekt Merlin und den kommenden Videos. Die Karosse selber wird im ersten Schritt auf eine rollbare Unterkonstruktion gesetzt, um dann eben die Karosse selber frei im Raum bewegen zu können. Teilweise ist es auch schon geschehen, da müssen aber noch einige Feinheiten nachgearbeitet werden. Dann werden Speichenreifen an diese Unterkonstruktion ca. 2 cm über dem Boden angebracht, um so eben ein realistisches Aussehen zu ermöglichen. Im Innenraum werde ich dann einen Mix aus Originalzustand und moderner Technik verbauen. Natürlich finden dort dann auch einige Smart Home Gadgets ihre Verwendung. Angetrieben wird der Simulator dann von einem offenen PC, den ich hier unter der Motorhaube installieren werde. Der wird dann einfach flach ausgebreitet und bekommt natürlich auch eine Wasserkühlung. Das Ganze kann man dann hier öffnen, um so eben dann auch den Motor bzw. den Computer schön präsentieren zu können. Das eigentliche Herzstück und meiner Meinung nach das Wichtigste bei so einem Simulator kommt aus dem Hause Fanatec. Das Unternehmen ist ca. 30 Kilometer von mir entfernt und ist natürlich in der Rennsportszene nicht wirklich unbekannt. Ein herzliches Dankeschön geht hier an dieser Stelle raus an Fanatec, die wir hier die verschiedenen Komponenten zur Verfügung gestellt haben. Es wird hier die Fanatec CSL DD Pro Wheelbase verbaut mit dazugehörigen Pedalen, dem Clubsport Universal Hub V2 und ein Custom Lenkrad. Dazu werde ich aber dann noch separate Videos hochladen, wo ich euch die Komponenten genauer vorstellen werde. Beim Bildschirm bzw. bei der Leinwand bin ich aktuell noch unentschlossen, ob es hier ein Triple Monitor Setup werden soll, hier vorne ein einzelner Bildschirm oder eben eine Leinwand. Ich denke, das wird sich aber in naher Zukunft hoffentlich ergeben bzw. bekomme ich einen Geistesblitz und dann werde ich das Ganze entscheiden. Falls ihr da natürlich Anregungen oder Erfahrungen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie ihr auf den Detailaufnahmen schon sehen konntet, befindet sich beim Merlin natürlich auch noch die Originallichter, wie zum Beispiel hier das Abblendlicht oder den Nebelscheinwerfer und verschiedene Schalter im Auto. Diese werde ich dann mit einem Mix aus ESP32 und Arduinos ansteuern, um eben so das Auto so realistisch bedienen zu können, wie es eben auch bei einem echten Auto ist. Aber die einzelnen Bauabschnitte bzw. die Programmierungen stelle ich dann in den folgenden Videos und Shorts ausgeführt dar. Und keine Sorge an alle Smart Home Liebhaber, das Ganze mache ich nebenbei, neben den üblichen Smart Home bzw. Open Hub Tutorials. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal kurz diesen wunderschönen Merlin hier vorstellen, euch ein kleines Update geben bzw. ein Heads-up geben, um nach dem Projekt Merlin Ausschau zu halten. Falls euch das Projekt interessiert, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert natürlich den Kanal. Bis dahin, haut rein und Servus!